ziehe zum Auswählen eine Tafel an und drücke die Kreuztaste. Level 1. Einfacher Turm. Neuer Test wird eingeleitet. Menschliche Testperson entdeckt. Starte Testumgebung. Stelle die Testaufsichtsdrohne der menschlichen Testperson vor. Hallo, ich bin die Testaufsichtsdrohne. Ich werde diesen Test durchführen. Bitte schau nach rechts. Check. Bitte schau nach... Check. Menschliche Testperson ist fühlendes Wesen. Bitte schau auf das Teststeuerungsobjekt. Check. Du siehst, es ist identisch mit dem Controller, den du in der, Anführungszeichen, Realität in der Hand hältst. Versuche den Controller zu bewegen. Wie du siehst, gibt das Teststeuerungsobjekt deine Bewegungen exakt wieder. Check. Wird der Controller aus dem gültigen Testbereich bewegt, leuchtet er rot und gibt ein Alarmsignal. Initiiere Bauplattform. Check. Initiiere Testobjekt. Das ist ein Block. Ist er nicht reizend? Heb den Block auf, indem du auf ihn zielst und die R2-Taste gedrückt hältst. Drehe jetzt den Block mit dem rechten Stick. Check. Menschliche Testperson besteht den Blockmanipulationstest. Grundlagen. Du musst deinen Turm immer auf einer Bauplattform bauen. Check. Regeln für Bauplattform bestätigt. Mit dem linken Stick kannst du die Bauplattform drehen. Praktisch. Du kannst auch mit dem linken Stick die Höhe der Bauplattform anpassen. Check. Kluges Köpfchen, ha? Huh? Eine Ermutigung geäußert. Um den Test für Testpersonen interessanter zu machen, haben wir als Anreiz Fortschrittsobjekte eingeführt. Wir nennen sie Medaillen. Sammle so viele Medaillen wie möglich. Du musst sie nicht alle sammeln. Es soll Spaß machen. Medaillen machen Spaß. Versuche in diesem einfachen Level die Medaillen zu erhalten. Goldmedaille. Level 2. Turmblock. Dies ist ein Hochbaulevel. Das Ziel dieses Levels ist es, mit den vorhandenen Blöcken so hoch wie möglich zu bauen. Bronze-, Silber- und Goldmedaillen sind für viele Levels verfügbar. Die Schwierigkeit steigt von Bronze zu Gold. Thank you.
Goldmedaille. Level 3. In Deckung. Das ist ein Zerstörungslevel. Das Ziel ist es, den Turm umzuwerfen und so viele Punkte wie möglich zu erhalten. Du hast 3 Minen, um den Turm zu zerstören. Zeige dahin, wo eine Mine hin soll und drücke R2. Du hast alle Minen platziert. Zünde die Minen mit der R2-Taste. Jeder Block, den du vom Turm wirfst, bringt Punkte, abhängig davon, wo er landet. Je weiter die Blöcke wegfliegen, umso mehr Punkte bekommst du. Eine Goldmedaille. Level 4. Gut reflektiert. Das ist ein Lichtlevel. Das Ziel ist es, den Laserstrahl durch die Lichttafeln in die Lichtempfangseinheit zu leiten. Mit den Spiegelblöcken kannst du den Strahl umleiten. Lichttafeln leuchten nur mit dem richtigen Farbstrahl auf. Du musst alle farbigen Tafeln zum Leuchten bringen. Leite den Strahl zur Lichtempfangseinheit. Goldmedaille.